Stärke liegt nicht nur in der Vergeltung. Nein, er riss mein Herz heraus. Macht er mich zu einer Maschine. Deine Seele ist intakt, Cyrex. Vertrau mir. Ich spreche aus Erfahrung. Kuai Yin, bist du das? Du siehst so alt aus. Und Scorpion? Das klären wir später. Erstmal haben wir dasselbe Ziel. Die Cyberlin Quay vernichten. Wir brauchen deine Hilfe, Cyrex. Ich kann ihr Kommunikationsnetzwerk lahmlegen. Ich fahre die Fabrik herunter und damit jeden verbundenen Cyberlin Quay. Frost hat mich gewarnt, dass ihr euch verbündet habt. Eine solche Ehrlosigkeit hatte ich dir nicht zugetraut, Sub-Zero. Ich stoppe Sektor. Hilf Cyrex! Damit Quan Chi meinen auslöscht. Er hätte dich nie versprochen töten sollen. Stattdessen werde ich dies nun tun. Fight. Satoshi. Bin drin. Ich formatiere die Systemlaufwerke und fahre uns alle runter. Leb wohl, Kuai Liang. Das ist nicht das Ende. Ich finde einen Weg, dich wiederherzustellen. Alles ist möglich. Hanzo und ich sind der lebende Beweis. Bitte, bring mich nicht als Maschine zurück. Ich kann so nicht leben. Maschine oder Mann, du hast die Seele eines Kriegers. Solange ich Großmeister bin, bist du bei den Lin Kuai willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Herrin Kronika bekommt jede Hilfe, die sie braucht. Doch ohne Details kein Preis. Du wirst schon sehen. Kannst du ihn wiederherstellen? Schäden am Rahmen. Schaltkreise sind okay. Anscheinend hat jemand die Software gelöscht. Das wird nicht billig. Kann er nach der Reparatur repliziert werden? Hundertfach! Sehr ambitioniert. Mit der richtigen Hilfe?
schaffen wir's. Dient Kronika und sie wird für euch sorgen. Stimme zu. Vertrau mir. Wem sonst kannst du vertrauen? Das war ernst gemeint. Wie ein Spiegel, der Vergangenes reflektiert. Sieh mal einer an. Über 50 und immer noch in Form. Da wäre noch die Sache mit der Bezahlung. Werden in der neuen Ära bezahlt. Kronika wird dafür sorgen, dass der schwarze Drache sich durchsetzt. Nicht nur auf dem Schwarzmarkt. Auf jedem Markt. Okay. Dann lass uns loslegen. Dein Dad schon erreicht? Immer noch kein Netz. Ich hasse es, so weit weg zu sein. Dad muss die Wände hochgehen. Hab Geduld. Du kommst noch durch. Ich weiß, dass mein Dad lebt, aber es ist, als ob man einen Geist sieht. Mir geht's auch so. Aber sie sind keine Geister, sondern real. Könnte das noch seltsamer werden? Schon. Jackson Briggs. Hab keine Angst. Ich möchte dir ein neues Leben bieten. Ein besseres Leben. Sehr großzügig. Dabei kennen wir uns nicht mal. Du kennst mich nicht. Aber ich dich. Ich weiß, du hast tapfer gedient. Und schrecklich gelitten. Das hatte ich so nicht vorgesehen. Vorgesehen? Du hättest ehrenhaft aus dem Dienst ausscheiden sollen. Viele Jahre später, als General Jackson Briggs. Wichtiger noch, deine Tochter hätte weder dienen, noch dieselben Tragödien durchleben sollen. Dein Haus sollte voller Enkelkinder sein. Hilf mir. Und es geschieht. Auch die längst ausgestorbenen Tarkatana sind zurück. Shao Kahn wird sie suchen. Er ist auf ihre Macht angewiesen. Kortals Speer haben Tarkatana-Krieger zu Kaitins verlorenem Schwarm zurückverfolgt, der Heimat Devoras. Da sie an Shao Kahns Flucht beteiligt war, fangen wir dort an. Berichte, was du erfahren hast.
Ich muss mich mit den Götterältesten beraten. Wann geht's los? Auf dich warten andere Pflichten, Prinzessin. Gewinne Königin Shivas Unterstützung. Sie ist entscheidend beim Kampf gegen Kronika und Shao Kahn. Sicher kannst du... Königin Shiva vertraut mir nicht. Seit meinem Kampf... Shiva war deine Meinung stets am wichtigsten, erfährt sie. Dass du Kotl unterstützt, schließt sie sich uns an. Wenn es meine Pflicht so verlangt. Danke, Prinzessin. Bist du meine Freundin oder seine Gefährtin? Das war meine Idee, Kitana. Es ist in deinem Interesse. Wenn du bei Shiva Erfolg hast, wird die Kotl seine Treue schwören. Für Oshtek wie ihn gibt es keine heiligeren Bande. Ich erinnere mich, wie wir alleine so ausritten. Als Khan der Außenwelt veränderte sich mein Leben. Du dich zum Glück aber nicht. Du hast dich wirklich nicht sehr verändert in all diesen Jahren. Du bist immer noch der edle Krieger, den ich an Shao Kahns Hof kennengelernt habe. Nun bist du Khan. Erstaunlich, dass bisher noch keine Frau deine Königin geworden ist. Viele haben es versucht. Und sie sind gescheitert? Wieso? Sie waren nicht du. Frische Spuren führen zum Schwarm. Wenn Shao Kahn dort drin ist, wird er schwer zu finden sein. Die Tunnel sind endlos. Setzt sie in Brand. Wenn er sich versteckt, räuchern wir ihn aus. Kotl, wir wissen nicht, wer noch da drin ist. Freundschaft mit nichts tauschen. Wie jämmerlich, dass du die Versklavung wählst. Sie und ich kämpfen Seite an Seite gegen Shao Kahn. Seine Fight! Yeah.
wir zu einem höheren Zweck berufen werden, müssen wir... Ordner! Kuteka! Du wirst für deinen Verrat bluten, Devorah. Diese hier sorgt für das Überleben des Schwarms. Du solltest lieber fliehen, Devorah. Fight! Nicht genug. Überleben? Sag uns, wo wir Shao Kahn finden. Geister meiner Vergangenheit. Devorah sagt die Wahrheit. Wir sind in Unterzahl. Gib mir ein paar deiner besten Soldaten. Wir werden unbemerkt das Lager infiltrieren und Shao Kahn suchen. Dein Vorschlag ist riskant. Natürlich ist er das. Shao Kahn, Kolkata trabajar. Wakhaka Turk, Makakata Rina Koto Kalak. Tohana, Takana, Aki Tarkata. Ne, ne.
Trakati! Nein. Parker. Schon in Ordnung. Parker, nein. Wir werden dir nichts tun. Neti, Otono Korra. Wir suchen nach Shao Kahn. Shao Kahn? Bakterie Shao Kahn. Jahren nutzt du immer noch andere aus, um in eine andere Liga aufzusteigen. Ich bin in meiner Liga angekommen, Jade. Bevor Shao Kahn mich emporhob, hassten die Außenweltler die Naknada. Jetzt fürchten sie uns. Wenn das kein Fortschritt ist. Fight! Stellt sie auf, richtet sie hin. Viele bekämpften uns nicht. Es sind Kinder. Du vergisst,
dass sie sich früher Melinas Rebellion gegen mich angeschlossen haben. Das sind nicht dieselben Takatana, Kotl. Ein besserer Khan würde ihnen die Hand reichen, anstatt sie hinzurichten. Fight! Beim Aufstehen. Dein Herz ist kalt geworden, Kotl. Es ist zu spät. Der Tod der Götterältesten ist deine Schuld, Raiden. Deine Taten haben Kronikas goldenes Gleichgewicht von Licht und Dunkel unwiderruflich verändert. Shinnoks Enthauptung hat es besiegelt. Du bist der Inbegriff der Tugend. Du solltest das Böse bekämpfen. Ich befolge den Willen meiner Mutter. Kronika hat dich hervorgebracht. Wie auch meinen Bruder. Shinnok, das Dunkel zu meinem Licht. Die Natur verlangt einen Ausgleich. Gleichgewicht ist Perfektion. Du bist aus deiner Rolle gefallen und hast dieses Gleichgewicht unmöglich gemacht. Deshalb gibt es in der neuen Ära keinen Platz für dich. Du wirst nicht obsiegen. Kotl Kahn wurde gefangen genommen, Raiden. Die vereinten Kräfte der Außenwelt und des Unterreichs werden deine Truppen in Schach halten. Während meine Mutter ihr Werk vollendet. Unterschätze die Kämpfer des Erdenreichs bloß nicht. Du warst zu Recht angetan von diesen Sterblichen. Sie waren gut